great festival. We played here before together in Hell of Bullets, and it's the first time for Thanatos in our 35 years of existence. So yeah, it's great to be here. I think it's one of the best festivals in Germany, and it's still really, yeah, it has a great underground feel. It's simplistic. In its simplicity, it's a great one, you know. So that's it's always cool to be here. I think I'll say enough. If I'm not even playing this year, I'm just here as a visitor. Why? Because I fucking like it. I got a holiday weekend and I'm just here to have a good time, and this is the best festival for me to have a fucking good time, point. And I think that says it all. Yeah, of course, I'm going to watch the buddies of Thanatos. Yeah, we were invited by Jarne. He begged them for 30 years. I did a good job. Yeah, I always do jobs before to get invited to festivals, so you know, and sometimes other people help me out, but this time I did it all by myself. Now, to be honest, Jarne contacted us and we've been talking about it before. He said, well, you guys been along for so long, so it's about time you play here. So that's how it happens. You know, we're old fuckers, but we're still old school, and we're still... That's what we want from a festival. This is our shit. Yeah. This is our shit, and not with all due respect, yeah. With all this, not this commercial stuff. Yeah, I must admit there are a few bigger festivals that I really like Hellfest in France. It's a really good one. But yeah, I think I also prefer the, you know, like I said, the simplicity of the festival. Like one big stage with all the stands surrounding it, and the tent stage. That's easy, you know. You can get drunk as hell and you will not get lost. No, that's the big thing. You don't get lost. That's the most important thing at our age, you know. You drink a lot and you get lost. Ich habe ja 2002 mit dem Ragnarok angefangen und bin seit 2003 Gast auf dem PartySan Festival, damals noch in einer anderen Location. Und das Festival ist so perfekt organisiert einfach, dass ich mir da viel abgeguckt habe. Ja? Also alles, was wir so an Logistik aufgebaut haben, was die Gäste von uns nie gesehen haben, habe ich mir eigentlich hier abgeguckt. Super Festival, also dafür für diese Größe von über 8000 Besuchern ist das immer noch echt cool hier und wirklich Underground-Zeug. Und das Geile an dem Festival hier ist auch wirklich, die positionieren die Bands nicht nachdem diese Platten verkaufen, wie das viele anderen Festivals machen, sondern die Leute, die das hier organisieren, haben selber Bock drauf, das sind selber Fans und die packen eine geile Band, wenn sie die geil finden, einfach nach ganz oben ins Bühne. Das ist großartig. Wir nehmen ja auch, also wann das überhaupt Angel oder Lisa, die abgesagt haben. Ja. Die abgesagt haben. Dann kam Samay als Ersatz und die haben einfach mal als Headliner gespielt. Genau, die haben aber die gleiche Position eingenommen, so Samay, ihr seid jetzt Headliner. Geil, so. Geil. Und das ist die richtige Herangehensweise. Scheiß auf Kommerz, wir machen das so, wie wir Bock drauf haben. PartySan ist natürlich nicht nur ein Festival, das ist ein Familientreffen. Also alles, was mit Death und Blackmail zu tun hat, muss eigentlich hier hin und muss sich einmal im Jahr die ganze Sache hier angucken. Ich habe für dieses Jahr ein Artwork beigesteuert für das Merchandise hier. Ansonsten kennt man natürlich die Leute durch die ganzen Jahre, die man in der Szene unterwegs ist, auch teilweise persönlich. Wie zum Beispiel den Erik hier, der auch beim Rogasch gesungen hat und der ja auch hier involviert ist. Ja, wie ich schon sagte, es ist halt ein Familientreffen und im Endeffekt alles auf der persönlichen Ebene. Wann tritt Lifeless das nächste Mal hier auf? Dann frag mal den Jarne. Wir sind bereit. Wir sind bereit, Jarne. haben wir, oder waren wir nie Veranstalter, die mit der Intention an die Sache rangegangen sind, ein Riesending aufzubauen. Wir haben klein angefangen, wir hatten unheimlich viele Steine im Weg. Die großen oder größeren Festivals haben uns da ja, auch viele Steine in den Weg gelegt, die wir damals dachten, dass das nicht stattfindet. Wir haben uns durchgekämpft bis zu dieser Position und hatten nie den Ansatz, große kommerzielle Mainstream-Bands zu buchen, um das Ganze richtig groß aufzuziehen. Sondern wir kommen aus dem Underground und wollten eigentlich ein Festival machen, wo wir gerne selber hingehen. Von dem Größenrahmen, von der Bandauswahl bis hin zu, wie du auf dem Festival behandelt wirst, von der Security an Beginn bis hin zum Bierausschank, Essen etc. pp. Und haben einfach intuitiv gehandelt bei der ganzen Nummer. Daraus ist jetzt das geworden, dass man natürlich aus dem Platz hier und aus der ganzen Idee natürlich größer, das Ganze größer machen könnte. Das ist natürlich klar, aber ich glaube, das entspricht nicht unbedingt